So, moin moin, die Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde LS22 Nordfriesische Marsch. Hier natürlich vielfach am, ja, praktisch mein erster Stream, ne? 2.1.2023, der erste Livestream wieder. So, kurz noch die letzten Einstellungen. Seid gegrüßt. Gehen wir mal die Runde durch, wa? Daniel, moin. MC-Wert, moin. Henk, moin. Stege, moin. Schlegel, moin. Lohnunternehmer, Koks, moin. Anim im Sub im Sub-Stufe 3 und auch den 24. Monat dabei. Vielen Dank für den Support. Und auch, ich glaube, Silvesternacht war das, ne? Carsten, auch vielen Dank für den Support. So, moin, moin. Schön, dass ihr da seid. Und auch wieder Lust habt auf ein bisschen LS im neuen Jahr, ne? Frohes Neues natürlich nochmal genau allen denen, die sich bisher noch nicht irgendwie angesprochen haben über frohe neue Wünsche halt, ne? Live so. War ja in der Silvesternacht, waren wir ja live. Big Bang Fan, moin. Danke für den Prime Sub im 26. Monat. Moin, moin. Frohes Neues. Untereinander natürlich dann auch, genau. So, wieso steht der denn hier so komisch? Genau, wir hatten beim letzten Mal eine ganze Menge gemacht. Hier Hofumbau, ne? Also im letzten Jahr haben wir ein bisschen Hofumbau gemacht. Wir haben es ein bisschen schöner gestaltet, ein bisschen mehr Deko hier verbreitet, die Werkstatt neu platziert. Und das war, wenn ich mich richtig entsinne, ja, so ein bisschen hier die letzte Baustelle, ne? Wie fährt er in die, wie fährt er hier rein in unser Hofgelände, so dass er an dieser Werkstatt vorbeikommt, sich dann repariert und irgendwie dann wieder weiterkommt. Und ich meine, mein letzter Stand war so, wir hatten es hingekriegt. Also, ne? So halbwegs. Das ist natürlich ein bisschen wahrscheinlich wieder, wie heißt das so schön, wahrscheinlich auch wieder ein bisschen fahrzeugabhängig nachher. Vielleicht muss man es auch einfach noch ein bisschen weiter vorziehen, diesen Punkt. Aber so, dass sie halt trotzdem hier im Reparaturbereich drin sind. Albertu, danke dir für den 22. Monat. Moin moin. Ja, ich hoffe, alle, die bisher da sind, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr. Wie sieht's aus? Alles wohl, munter, gesund, ohne sinnlose Krawalle. Das ist natürlich echt mal wieder traurig. Einige Leute, ne, die das da so übertreiben, unglaublich. Und es damit im Zweifel riskieren, dass wieder. Aber das sind auch Leute, die wollen halt nur Stunk machen. Ne? Keine Ahnung, welche. Also, das ist wahrscheinlich sowohl als auch. Genauso mit Sicherheit auch Deutsche dabei. Aber eben auch andere Nationen, die da Krawall machen. Und das ja auch nutzen, um Unruhe zu stiften. Ne? Wer weiß, ob man auch dann nicht so ein bisschen organisierte Unruhestiftung von einer oberen Stelle mit gemacht werden sollte. Ne? Damit da Unruhe reinkommt, so ungefähr. So, also, wenn ich dann von jetzt hier schicke. Hatte das tatsächlich auch schon hier mit reinsortiert, war Hof, Werkstatt, genau. Welten, danke dir für den 13. Monat Substufe 1, danke dir. Stege, genau, ne? Und danke für die 345 Bits. Moin, moin. Wir hatten hier schönes Feuerwerk und laut, so muss das. Ja, einige haben es gesehen, ne? Livestream-mäßig, Silvesternacht, auch schönes professionelles Feuerwerk da am Waisenhäuser Strand, wo wir waren. Vom Hotel dementsprechend organisiert. Schon sehr schön. Und ja, wirklich schön anzusehen. War natürlich ziemlich, ziemlich stürmisch. Dadurch sind natürlich diese Effekte auch schnell vom Winde verweht, kann man sagen. Ne? Aber trotzdem ist ein bisschen was übergeblieben. Und wir waren ja ziemlich direkt unter diesen Explosionsdingern. Ne? Man denn da im dritten, ich hatte mal geguckt, das war der vierte Stock, sogar, wo wir waren. Erdgeschoss, dann erstes Obergeschoss, zweites und drittes Obergeschoss. Und wir waren im dritten Obergeschoss. Und dementsprechend ziemlich nah am Explosionsherd der Raketen. Hat auch relativ viel von diesen Krümeln nachher noch im Haar, ne? Was man so beim Film, beim Stream ja gar nicht genauso gemerkt hat. War noch ganz viel von diesen kleinen komischen, wahrscheinlich, weiß ich nicht, von den Sprengungen, von den Explosionen in der Luft der Raketen. Oder der Sprengkörper, sind ja gar nicht unbedingt alles nur irgendwelche Raketen. Ja, teilweise auch nur irgendwelche Kugeln oder keine Ahnung, was in die Luft geschossen wird und dann explodiert. Ja, aber guck mal, das funktioniert doch. Also der fährt hier hin, hervorragend. Mehr wollen wir doch eigentlich nicht. Ja, was ich jetzt noch nicht angeschlossen habe, ist diese Geschichte, weil wir müssen dann überlegen, will ich die von der Werkstatt hier rüber schicken oder will ich die nicht lieber dann, ja, ich meine, klar, es kann mal zum Stau kommen, wenn einer an der Werkstatt steht. Aber ich würde ja sonst eigentlich tendieren, von hier
rüber zu fahren und dann da nochmal wieder anzusetzen, ne? Weil das werden jetzt die Parkplätze für die LKWs. PLKW 1, PLKW 2 oder irgendwie sowas. Ich weiß, einige werden sagen, da können auch drei hin. Moin, 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 moin. Also wenn 25 Personen ein Löschfahrzeug in einen Hinterhalt locken, ist es wohl sicher organisiert. Ja, also wie gesagt, so krass, ich habe das noch nicht alles komplett gelesen. Wie ihr wisst, ich war bis heute Nachmittag, waren wir zu Hause um 17 Uhr circa, waren wir unterwegs und dementsprechend habe ich nur ein bisschen Schlagzeilen verfolgt und war natürlich wieder her, ne, nach dem Motto, komm, wieso müssen, ist klar, es ist nicht jedermanns Sache mit Silvesterfeuerwerk, ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist dann nicht in Ordnung, wenn man nicht tolerant ist und denjenigen, die Spaß macht, sagt, nee, das soll aber nicht, das schön wäre es, wenn es verboten wird. Das finde ich jetzt dann wieder, ne, nicht dieses Tolerante. Und natürlich, genau, wenn das jetzt so organisiert war, dann, ne, ist es wirklich nur darauf ausgewiesen, um Stunk zu machen, um negative Presse zu machen. Und ja, das ist bescheuert einfach, ne? Kann man nicht anders sagen. Also wer, ne, falls da jemand dabei ist, warum? Ne? Wieso, weshalb? Was? Nach dem Motto, erwartet ihr von solchen Situationen? Also ich verstehe es nicht. Liebe Leute, der Zug fährt, der erste Zug im neuen Jahr. Vielen Dank, moin moin, frohes Neues, danke fürs Reinschalten, liebe Leute, moin moin. Also ich finde auch, also die so ein Krawall machen, wenn sie es rausfinden, die gehören auf jeden Fall erstmal eingesperrt. Ja, da habe ich jetzt ausgemacht, ne, es kommt an. Eigentlich passt das hier, ne? Sollte für ein LKW eigentlich hoffentlich funktionieren. LKW 1. Okay. Wenn wir den jetzt hier wieder anschließen, muss klar sein, dass wir jetzt will ich gerade, ob ich dir noch diese zwei Optionen gebe, dass er da drüben auch hinfahren kann oder jetzt einfach nur geradeaus anschließen. Dann müssen wir auf jeden Fall noch umfärben, ne? Ups. Hä? Welcher war das denn noch? Ich krieg da schon wieso. Da hat's geklappt. Also diesen hundertprozentigen Button dafür habe ich noch nicht. Schönen guten Abend, moin moin. Danke gleichfalls, frohes Neues. ja. Wie lange habt ihr zu Silvester gemacht? Wir gar nicht so lange. Also Shelly war ja auch schon müde, habt ihr auch mitgekriegt, wir haben einen spannenden Getränk getrunken. Aber ich würde sagen, um Viertel nach eins haben wir geschlafen. Weiß nicht, wie es bei euch war, wer hat durchgemacht? Bis morgens, bis die Wolken wieder lila sind, wobei viel lila war da nicht, ne? Das Wetter war echt bescheiden. Aber das ist natürlich auch regional unterschiedlich, ne? Also das wird bestimmt nicht überall so Schiedwetter gewesen sein, oder? Bei uns habt ihr ja mitgekriegt, also die den Livestream angeguckt haben. Oder ihr könnt es immer noch nachträglich natürlich anschauen. Wenn mir jetzt einer nochmal den genauen Knopf verraten, weil ich klicke jetzt nicht weiter. Bis 6 Uhr, alter Schwede. Groß Neues, danke, bis 3 Uhr. Morgen ist ja auch nochmal ordentlich. Ja, Raffinerie unsichtbare Colli ist aufgeschrieben, meine ich. Genau, Dieselpollution, Kollision neben Gebäude. Das war eigentlich schon immer da, aber die hingen wohl vorher eher noch auf dem Gelände darunter, so ungefähr. Die war irgendwie, glaube ich, 50 Meter entfernt. Deswegen jemanden aufgefallen. Ich wollte sie noch passend verschieben, habe sie nur ein Stück verschoben. Ist notiert, auf jeden Fall. So, was ist denn jetzt hier mit den Punkten? Neun Jahr kriege ich den Knopf nicht gefunden, ne? Weil das ist auf jeden Fall richtig rum.
Muss ich eigentlich nur den anklicken, oder? Gut, ich versuche immer noch die Connection zu machen, das muss ich aber gar nicht. Ich muss eigentlich nur die Punkte anklicken, wenn ich. Ich versuche immer die Linien zu machen. Das kann ja nicht gut funktionieren, ne? Danke auch für den Tipp noch. So, wenn alle orange sind, hat es funktioniert. Mensch, Mensch, Mensch. So, also wir starten das neue Jahr mit noch mehr nervigen Autodrive-Kursen. Aber dann spulen wir uns gleich die Zeit weg und dann sehe ich mich auf jeden Fall in der Sorghum-Ernte hier. Ne? Da haben wir einiges zu dreschen. Ich will nur mein komplettes Wirrwarr hier am Hof jetzt noch fertig machen. Na, der fehlt noch, ne? Und bei dem können wir natürlich auch geradeaus reinfahren. Das muss ja nicht alles über die gleiche Strecke laufen. Setzen wir hier an mit einem neuen Weg. Den connecten wir dann doch von der Werkstatt. Das ist dann aber 3 schon, ne? So weit gefahren. Erstmal Aufnahme Stopp. Den verschieben wir bis ans Ende der Halle. Und da kommt natürlich unser Punkt noch hin. Ne? Neues Ziel. P LKW 3. Genau. Jetzt connecten wir das hier noch. Also wir ziehen den gerne wieder ein Stück zurück. Connecten einfach die noch mal irgendwie so ein bisschen so und schon ist gut, ne, glaube ich. Jo, einen brauchen wir noch, PLKW 2, und dann bin ich erstmal durch mit Autodrive Aktualisierung hier bei mir auf dem Hof. Also Parkplätze für die einzelnen Trecker, ach, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ein bisschen was können wir, wie ich immer sage, auch gerne selber machen. Matze, danke dir für den Witz. Moin moin, frohes neues, sage ich, frohes neues. Nee, den Mod mit den Produktions-Upgrades, den habe ich erstmal wieder rausgenommen, weil einige doch irgendwie Fehler melden und ich jetzt nicht sagen kann, ob es eine Kombination aus Revamp und diesen Produktionen ist und den Fettproduktionen sozusagen, ob die vielleicht nur für die Vanilla-Produktionen gehen und nicht für Revamp-Produktionen, weil, oder vielleicht auch ein Problem ist, wenn, ne, ein Mod-Konflikt kann ja auch immer vorherrschen, dass irgendwelche Kombinationen aus unterschiedlichen Mods einen Fehler verursachen. Also einige schrieben, dass beim Upgrade von Produktionen einmal blöd ist, weil dass die Sortierung durcheinander ist. Man kann sie nicht mehr sie nicht benennen, weil der sortiert dann nach Level. Ne? Level 1 ist oben, Level 2 unten und so weiter und so fort. Also der sortiert nach Upgraded Level, und bei einigen sind neue andere Fülltypes in bestehende Produktionen durcheinander geraten. Also da ist unter dem Video, wo ich das empfohlen hatte, könnt ihr auf YouTube euch ja nochmal gerne angucken. Ich habe jetzt gerade die Nummer nicht, warte mal, das müsste aber gewesen sein. War das 756? Ich glaube, die 756 könnte das gewesen sein. Also da in den Kommentarbereich haben einige Leute ein paar Fehler gemeldet, wo ich jetzt sage, ja komm, dann würde ich den jetzt lieber erstmal nicht weiterempfehlen, weil, ne, wer weiß, woran das genau liegt, und natürlich will man nie sozusagen da das, ja, bestehende Spielstände im Zweifel davon Schaden nehmen, ne, von dem Mod. Och, jetzt fahre ich doch wieder die falsche Strecke. Hat gerade ebenso gut funktioniert. Na komm, einen Punkt brauchen wir noch. Genau, den schieben wir gleich. Gut, stoppen. Connecten noch die beiden. Oder auch den, meinetwegen. Dann klicken wir hier an. Aufnahme läuft nicht mehr. Dann verschieben wir jetzt nochmal Punkte. Alle so ungefähr auf. Oh, wird einfach die hier wirklich kurz vorher. Dass wir so ungefähr eine Höhe haben.
dass wenn wir die LKWs hier hinschicken, die auch so aussieht, als wenn sie So, wir fahren da hinten nochmal rum und dann ist gut, Leute. Achso, ich hab. Ach komm, ich muss den Punkt noch setzen. Hat den zwar da hingeschoben, aber nicht PLKW 2 genannt. So nicht. So, plus PLKW 2. Dann verschieben wir das gleich alles noch in unseren Hofordner. Dann haben wir in Zukunft die Möglichkeit. LKWs sind nicht auf dem Hof zu parken, ohne dass sie nachher theoretisch im Weg stehen. Ne? Mal gucken, wie das alles funktioniert. Sieht ja manchmal immer wirr aus. Ne? Diese Punkte noch einmal schnell, weil ansonsten könnte der jetzt zu kurzen Weg zählen. Jetzt so blöd. So. Jenny, danke dir für den 38. Monat. Wahnsinn. 3 Jahre, 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. So, wir haben jetzt LKW-Parkplätze bei uns auf dem Hof. Versuchen wir nochmal kurz in die Sortierung reinzugehen hier. Und zwar unter Standard. Und jetzt einfach hier noch mit rein, ne? E-LKW, genau. Raus. Hof. PLKW 1. Mal gucken, wie da hinkommt oder was. Ich habe das Safe-Game habe ich sogar kurz hier habe ich aktualisiert. Ne? Gesundes Neues, frohes Neues. Vielen Dank fürs Reinschalten. Moin, moin. Fragen davon. Woran liegt es, wenn der Werkstattmensch nicht angezeigt wird? Genauso wie die Trigger-Beispiel-Werkstatt. Weiß nicht genau. Also dieser Mann, das ist ja hier die Achimswerkstatt. Die wird eigentlich angezeigt. Vielleicht eine alte Version. Also irgendwann gab es mal ein Update, da kam die Person dazu. Ja, ist kein LKW, ich weiß, aber ist ja egal. Hauptsache fährt er hin, ne? Und tut das, was er soll. Parken. An Position PLKW 1. Ist auf jeden Fall deutlich enger geworden bei uns auf dem Hof. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier und da noch ein bisschen mehr Deko noch mal im nächsten verballern, aber erstmal noch nicht. Ne? Haben wir jetzt genug ausgegeben. Er fährt, parkt. Gut, was er soll. Ja, also dann weiß ich nicht. Dann ist ja bei der Werkstatt irgendwas falsch oder was. Also bei deinem Safe Game mit der Werkstatt, weil normalerweise, wie gesagt, steht er da rum. Dann kann ich nicht sagen. Jenny, seid ihr auch gut reingekommen ins neue Jahr denn eigentlich? Ich habe ein Problem, deine neuen Produktionen ins Spiel zu bekommen. Warum? Was? Genau, wäre interessant zu wissen. Was klappt denn da nicht? Eigentlich nur die Produktionspack runterladen, in deinen Mod-Ordner reinpacken und fertig. Ach ja, genau. Hier wollten wir den Diesel rausnehmen, damit wir die Werkstatt verkaufen können, weil das sind ja zusätzliche Kosten, die man sparen werden in Zukunft. Insgesamt vielen, vielen Dank, freut mich auch zu hören. Einige haben sich schon zurückgemeldet und haben tatsächlich merkliche Performance-Besserungen. Also die sozusagen auf meine Strom-Pultdach-Hallen setzen oder auf diese Strom-normale Fahrzeughallen eben, die haben dann doch wohl schon mal merklich Performance-Vorteile mit der letzten Version gemerkt. Das dementsprechend mit diesem, ja, mit der Render-Technik sozusagen vom Giants, das mit dieser Tarnkappentechnologie, wie auch immer. Ne? Also sprich einfach nicht gesehene Objekte werden nicht von der Grafikkarte berechnet. Das kann man sich natürlich vorstellen. Wenn ich hier stehe, wird alles, was in dieser Halle nicht berechnet.
und ja, alles, was auf der Rückseite von dieser Halle ist und andersrum und so weiter und so fort. Ne? Also das ist definitiv zu merken und das wird mit Sicherheit auch Fokus sein dann für die erste NF-Marsch-Version, dass ich da überall noch mal ein bisschen rumgucke, wo man das alles noch mit einbauen kann. Da gibt es mit Sicherheit mehrere Ecken auf der Karte, wo das Sinn macht und später zu ja, kleinen Performance-Verbesserungen führen wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe nach wie vor Probleme, dass Missionsfahrzeuge fehlen. Ja, dann muss es aber ein Mod-Konflikt sein. Also das ist also standardmäßig fehlt da eigentlich nichts. Geladen habe ich sie installiert auch. Installiert ist einfach eigentlich nur den Mod-Ordner schieben. Ne? Installiert hört sich so an, als wenn man irgendwie ne, irgendwas Wirres gemacht hätte. Das ist einfach nur die runtergeladene Datei von meiner Homepage bei dir in den Mod-Ordner reinpacken und gut. Mehr muss man nicht machen eigentlich. Ich wollte mal kurz gucken, was haben wir denn an Missionen aktuell? Die ganzen Weinpress-Dinger. Trilikale und Gerste-Erde ist noch drin. Käse, Melasse, Mais und Möhren. Oh, so weit sind wir noch nicht. Mal leider. Ich habe zum ersten Mal das Feuerwerk bewusst gesehen und wahrgenommen. Okay, ja, wir haben ein paar Kleinigkeiten gekauft, eben auch zum selber böllern. Das haben wir mit den Kindern zusammen gemacht. Das war dann aber auch schon, das war 9:30 ungefähr. Danach merkte man auch, ne, die Kinder waren durch, es war zu spät und dann haben die Silvester praktisch schön geschlafen, sind nicht mal wach geworden von diesem extremst lauten Feuerwerk. Na gut, ich würde sagen, der Juli soll mal so gewesen sein. Ich gehe mal so ein bisschen in den Spulmodus, damit wir dann in der nächsten Folge die Nacht einmal schnell durchspulen und am nächsten Morgen, glaube ich, können wir uns wieder in den Drescher hier schwingen. Vielen Dank fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal und tschüss.